Willkommen zurück zu Sonic und der Schwarze Ritter. Wir machen weiter am verschleierten See mit der nächsten Aufgabe, nachdem wir im letzten Part mit unserem neuen Schwert Caliburn den Schwarzen Ritter zwar besiegen konnte, doch er leider unbesiegbar ist. Wie geht es bloß weiter? Wir schwingen es, das heilige Schwert. Na, wahre Worte, Sonic. Wahre Worte, als nächstes sollen wir die Hofdame finden. Also. Das waren jetzt ein paar unkontrollierte Schwünge. Reden kann ich dabei auch nicht, so konzentriert bin ich. Das müsst ihr euch mal geben. Also oft weiß ich, was zu tun ist. Es mangelt noch ein bisschen an der Ausführung, aber solange wir unsere Ziele erreichen, würde ich sagen, ist es in Ordnung. Ja, das war ja ziemlich kurz. I suppose something must be done about this. What are you talking about? My edge has grown blunt. Being in that rock for so long has taken its toll. Ha! Not the sharpest tool in the shed, huh? That's because a gentleman shouldn't have such an edge. Gentleman? Who are you calling gentleman? Seek out the blacksmith in the castle town. I must be presentable when we meet the Lady of the Lake. What are you gonna do, Merlina? Merlina? Hello? Why do flowers bloom, knowing they are destined to wither? Huh? Their time of beauty is so short-lived. Forgive me, Sonic. But I would be recognized in town. I shall remain behind in hiding. All right. Then I guess it's so long for now. Yes. May your journey be safe. Alright. Sieht so aus, als würden wir jetzt die zweite Welt erreichen. Stand doch eben da. Das Camelot Castle, Burg Camelot. Stellt euch vor, der Part hätte hier begonnen. Wäre ein guter Einstieg, denke ich. Erreiche die Schmiede. Wer wird wohl der Schmied sein? All right, time to find a blacksmith. Something is wrong here. Better be careful. Sieht gut aus. Die Raben fliegen weg. Ich auch ein bisschen mit denen prügeln müssen, wobei ich frage mich auch, was habe ich davon, ne? Punkte vermutlich für einen besseren Rang. Statt vor den Herausforderungen wegzurennen, sich stellen und das Böse in der Stadt austreiben. Was? Du bist ein Guter? Ja, er hat Angst, das ist wahrscheinlich ein Dorfbewohner. Nehmt dies! Was? Hier auch schneller bewegen nach links und rechts. Schulterbackenmäßig. Ich erwähne ja nochmal, dass ich das spiele mit V-Mode und Nunchuk. Was ich halt echt nicht mehr gewohnt bin. Der Nunchuk ist für mich so ein. Ich will. Ja, die Steuerung funktioniert ja gut, ne? Das ist ja das Ding. Aber trotzdem ist der Nunchuk ja so ein Kuriosum für mich. Ist einfach nur ein Stück Plastik für den Control-Stick. Für viele von euch bestimmt. Ganz normal, ihr seid damit aufgewachsen, aber ich dachte mir damals wie heute, was soll das, ne? Ein Stück, ein einzelner Knopf gefühlt, der mit dem Kabel an die Wiimote angeschlossen wird. Alter, ich krieg noch Armschmerzen, wenn ich hier weiter so schwingen muss. Eine Gefahr nach der anderen. Ja, let's go. Da habe ich gerade mal ein bisschen zu Larifari gehandelt. Oh, das Ziel. Also immer im Auge behalten, ob ich nicht vielleicht. Ob ich nicht vielleicht eine Aufgabe habe, die ich erfüllen muss. Aber jetzt geht es einfach nur darum,
ans Ziel zu gelangen. Seelenoffensive. Was haben wir denn hier alles? Vielleicht gibt es das halt auch nur wegen des Rostes quietscht dieser Helm beim Tragen. Ah, ich kann nicht alles nehmen. Das ist das Ding. Aromatischer Tee. Was da die beste Taktik ist, bin ich mir auch nicht ganz im Klaren. Ich nehme es einfach mal so an. Hey, Tails! No, it can't be. This is the smithy, right? It sure is. Welcome, Sir Knight. He is no knight. At least not yet. Says you. What a magnificent sword. I've never seen one that talks before. Oh, it talks all right. I know a fine blade when I see it. I am a blacksmith after all. Great. Think you could sharpen this dull piece of rust? Fool, it is you who is dull. Of course I could. Now, what's the sword's name? Caliburn. Caliburn? Where have I heard that name before? Sorry, but could you speed it up a bit? We're kind of in a hurry. Sure, leave it to me. Mhm, neuer Charakter verfügbar fürs Gefecht. Der Schmied, Blacksmith, ist Miles Tails Brower. Mission starten. Mit Bodenseelenoffensive. Ich tue mal so, als wüsste ich, was gemeint ist. Was tun wir? Weißt du, er soll das Schwert schmieden und er steckt es einfach wieder direkt in irgendeine random Felswand. B halten und dann... Warte, das war Z. Wartet, beim nächsten... Das ist eine Seelenoffensive. Das scheint sehr effektiv zu sein. Aber ist es nicht Perlen vor die Säue werfen? Das Abteilen ist noch ein bisschen. Das Ding. Und Ziel. Mission gescheitert. Ich soll die abschließen. Oder soll ich die alle damit wegwatschen? Gib nochmal die Definition her. Abschluss mit Bodenseelen. Abschluss klingt für mich so wie einfach nur der letzte Gegner. Den letzten Gegner damit erledigen. Ja, wir machen einfach alle. Kriegen wir schon hin. Und zwar... Zack, 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 zack. Ich denke mal, das wollen die sehen. Okay, okay, okay. Die roten Feen laden diese Leiste wieder auf, damit wir diese krassen Techniken einsetzen können. Da wir das jetzt noch nicht können, aber man sieht ja nicht instant... Wer der Letzte ist. Damit habe ich so ein kleines Problem, wisst ihr? Schließ es ab. Kommt es nicht da vorne jetzt wieder? Es muss aber nicht mal voll sein, habe ich das Gefühl. Mission gescheitert. Ja, es sind... Okay. Man kann ja nicht alles immer first tryen. Ich versuche jetzt einfach alle damit zu besiegen. Und hoffe das Beste. Auf der Wii-Mode unten ist die B-Taste. Damit attackiere ich die so. Zack, boom, peng. Ist zwar noch nicht wieder voll. Aber... So, und jetzt kann ich den nicht damit erledigen, weil einfach ist leer. Nur damit wir uns richtig verstehen, mein Freund. So, ich mach weiter damit. Zack. Mission geschafft.
Zwar war ich der Auffassung, ich habe das gerade eben auch schon so geschafft gehabt, aber vielleicht täusche ich mich. Übung macht den Meister, ne? Nicht beim ersten Gegenwind aufgeben. Rostiger Helm und Buch der Waffen. What you say? Abschluss mit Luftseelenoffensive. Jetzt kriegen wir das wohl alles gelehrt. Holy moly, ich bin gespannt. Funktioniert das auf dieselbe Art und Weise, nur eine andere Fee? You ready, Caliburn? I was forged ready, Maeve. Mal gucken, wird bestimmt gleich angezeigt. Aber ich sammle auch rote Feen bislang. Also. Ach so, es ist dasselbe, nur die Startposition ist jetzt entscheidend. Und da ich mich durch die Sprungfedern oben befunden habe. Ist so gemeint. Guck mal, eine Truhe. Item drin. Die alle so Spin-Attack-mäßig erledigen? Ja, wenn ich noch genug Energie gehabt hätte, vielleicht, ja. Ich gehe nur davon aus, da kommt gleich das Ziel. Gosh. Ja, müssen wir mal probieren. Findet sich. Ja, geh mal zurück. Hab ich den? Vielleicht befindet sich in den Fässern ja auch noch was. Dann mache ich es eben nicht bei jedem. Hier ist ja klar, dass ich so demonstrieren soll. Jetzt hebe ich mir die Kraft halt ein bisschen auf, weil das Abschließen scheinbar nur zählt. Let's go. Ja, da offenbart das Spiel halt schon mal so ein paar Schwächen. Das ist jetzt unbestritten. Guck mal, das geht nicht so viel. Es sind zu viele in der. Also, das ist ein bisschen irreführend, dass ich immer auf das Wörtchen Abschluss schiele. Links ist nämlich die Anzeige. Habe ich jetzt herausgefunden. Das ist eine bestimmte Anzahl Gegner, die man damit erledigen muss. Soll. Kann. Da haben wir jetzt schon die Hälfte. Die andere Hälfte, würde ich sagen, wissen wir, wo es die gibt. Also alles easy peasy. Ich lerne, okay? Ich lerne. Ich bin da eigentlich sehr gut versucht, in die Beschreibung blind zu schreiben. Dass ich die keine Ahnung, ersten 10 Minuten des Spiels schon öfter erlebt habe. Weiß ich nicht, ob man das zählen lassen kann. So. Ja, muss man aber auch gut managen, seine wenige Kraft, die man hatte. Ist ja in Ordnung. Wer das Spiel kennt, wird sich jetzt auch gedacht haben, Magus, mach du die Augen auf. Ist korrekt. Weiter geht's. Finsterer Wald, das ist eine neue Welt, oder was? Ja, nimm alles, was du kriegen kannst. Wird Käsekuchen, rostiger Schwert. Sauber. Kommen wir tatsächlich zur nächsten Welt bereits? Das ging ja schnell. Es kann aber auch sein, dass wir wieder in andere Welten zurückkehren müssen. Ich glaube, das war sogar so. Finsterer Wald, Deep Woods. Was geschieht hier? Erreiche die Herren vom See. Nimue. Nimue. Oder wie sie genannt wird. Ist doch in Ordnung, dass wir neue Gegenden haben. Alter. Bisschen geblockt. Auf der Pferdekutsche? Weil die schneller ist, oder warum? Sonic, warum ist das eine gute Idee? Kannst du nicht mehr so schnell? Bist du alt geworden? Guck mal, es regnet. Also grafisch ist es für Wii-Verhältnisse ein hübsches Spiel. Kann man nichts sagen.
Für Wii-Verhältnisse, Leute, habe ich gesagt. Für Wii-Verhältnisse. Die Wii ist grafisch so stark wie der GameCube. Minimal besser. Aber cool inszeniert auch, wie man hier durch den Wald kutschiert wird. Man lässt sich auch wirklich immer mal wieder was Neues einfallen, dass es kurzweilig bleibt. Das ist interessant. Oder was sagt ihr? Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns das Game auch nicht kannten. Alter, hier sieht's aus, als würden wir uns gleich dem Räuber Hotzenblotz entgegentreten. Hornissennester sind das, die so... Oh mein Gott. Hilfe, ich sterbe. Ich hätte schwingen müssen, um die zu vertreiben. Okay. No problem, piece of cake. So präzise, wie man glaubt, ist die Steuerung dann doch gar nicht. Nee, nee, das nimmst du gefälligst mit. Stimmt, ein super wichtiges Item. Zack, zack, zack. Ist auch mein eigenes Ermessen, wenn ich meine Fähigkeiten einsetze. Und weg den Track! Ich finde, das hat auch ein kleines bisschen was von Hyrule Warriors, oder? Da bin ich doch direkt wieder in meinem eigenen Release-Hype-Train eingestiegen. Nur mit ein bisschen mehr Sonic. Na gut, mit sehr viel Fantasie durchzugehen. Mission geschafft. Scheint, als wären wir am See angekommen. Aber finden wir auch die Hüterin des Sees? Nimm mit, was sich so ergibt. Was ich mir leisten kann, kann ich mir leisten, oder? War teuer. Luftiges Brot. Klingt auch gut. Besiege den Boss. Alter, Sir Lancelot, das ist doch... Das... Die ultimative Lebensform. I have found you, Apprentice Knight, enemy of my king. Who the heck are you? Shadow? I am Lancelot, Knight of the Round Table. I challenge you to a duel. Some things never change. What do you mean by that? Nothing. It's just that he looks like trouble. What shall it be? Will you abandon your sword and flee? Sounds good to me. Fool! A knight never flees a foe. May I have your name, Apprentice Knight? He is Knave the Hedgehog, and he accepts your challenge. Hey, wait just a second here! Very well then. Brace yourself, Knave the Hedgehog. Yo, vor allen Dingen die Sonic Adventure 2 Musik dabei. Now we shall see what you can do. Ran auf den Meter! Ah, irgendwann geht das Schild von selbst weg. Er ist nur kurze Zeit da. Kann man ein bisschen vergleichen, mal ein Stück weit mit Smash. Aber jetzt wird zurückgeschlagen. Er blockt selbst. Das ist richtige Timing und ich kann seinen kompletten Angriff abwehren. Yo, Angriff ist die beste Verteidigung. Das fand ich ganz cool. Fand ich ganz cool. Krieg auch 4 von 5 Sternen, also ich muss schon sagen. Im alten YouTube entspricht das sogar einen Daumen nach oben, du. Unter alten YouTube-Verhältnissen ist das ein Daumen nach oben gewesen, relativ. Okay. Wow. So he was one of the knights of the Round Table? The mightiest of all, and the closest to King Arthur. It was mere luck that enabled you to defeat him. If you say so. Why did you not deal him the final blow? Huh? So
such sympathy is an insult to a knight. What's the big deal? Besides, I got this, didn't I? That is Arundite, one of the sacred swords of this land. Take good care of it. No problem. We're here. I've been waiting for you, knight from another world. Whoa! Fool, where are you going? But that's... You are being rude to the Lady of the Lake. Bow your head! I think I know why you're here. It's about Excalibur, isn't it? Yeah, that's right! You don't waste any time, lady. Show some respect. I'll tell you how to hinder the Scabbard's power of immortality. I'm the one who gave it to him, so it's kind of my fault, see? But still... Still what? Whoever defeats King Arthur and takes his scabbard might end up turning out the same way, right? I see. So, I have three tests for you. Would you like to hear them? Sure, fire away! First, free the innocents from King Arthur's dungeon. Second, offer compassion to those in need. Third, defeat King Arthur's Knights of the Underworld. You have 3 days. Good luck! I get it. She's only gonna tell the secret to a true knight. Are you up to the task? This will not be easy. Ha! I'm the world's fastest hedgehog! Check it out! You'll be calling me Sir before you know it! Sehr nice. Ist die jetzt auch gar nicht mehr in Sonic verknallt, oder war einfach nicht Thema? Ist auch mal entspannt, ist ja auch mal was anderes. Sehr beruhigend. Jo, besiege 50 Feinde, gib den Städtern 80 Ringe. Ja, Leute, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich muss schon sagen, die Sonic und der Schwarze Ritter Parts sind eigentlich von der Story her ganz gut gefüllt. Mal sehen, ob ich im nächsten Part dem auch wieder gerecht werde. Wenn ihr da wieder einschaltet, würde mich sehr freuen. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!